Seid gegrüßt, ich treffe mich heute mit René Schöndorf. Er ist SPD-Mitglied und will sich für eine linke Wirtschaftspolitik einsetzen. Was genau verstehst du darunter und wieso denkst du, dass die SPD die richtige Partei ist, um genau das zu erreichen? Ja, erstmal moin von meiner Seite aus. Warum möchte ich das erstmal? Also mit der linken Wirtschaftspolitik ist erstmal die Analyse selber gemeint, wie funktioniert an sich das wirtschaftlich erstmal der Kapitalismus als System und wie können wir damit erstmal innerhalb dieses Systems, was es gerade so ist, das Beste da rausholen. Also Wohlstand für alle wirklich schaffen. Also nicht nur eine leere Floskel von der CDU und die eigentlich nur meint, wir müssen Konzerne reicher machen, sondern wirklich von dem alle profitieren. Nun, warum bin ich mit denn in der SPD? Das hat erstmal damit zu tun, dass dass ich eine Parteibasis haben, also mit dem man arbeiten kann, also die Strukturen, was die Linke zum Beispiel nicht hat. Und weil man dort sehr, sehr gut mit diesen Inhalten, dass ich arbeiten kann. Also diese Themen, wie gesagt, nach vorne bringen kann. Also dass diese Leute, also mit denen sowas überhaupt etablieren kann, überhaupt die Chance hat, sowas in also eine Regierung umzusetzen. Das ist so mein Ding. Also ich gehöre zu den Leuten, die sagen, es braucht eine linke Mehrheit in Kommunen, Ländern und Bund, um solche Dinge umzusetzen. Da glaube ich nicht, da glaube ich eher, dass die SPD das schaffen wird. Und was für Erfahrungen hast du bisher in der SPD gesammelt? Bisher noch nicht ganz so viel. Also ich bin jetzt erst letztes Jahr eingetreten, letztes Jahr Juli. Bin ja eher bei den Jusos sehr aktiv, jetzt und bin erst dieses Jahr selber in diesen Kreisverband gezogen. Weshalb es ein bisschen schwierig ist, aber ich weiß halt, dass der Landesverband oder die Jusos allgemein versuchen, solche Themen zu diskutieren und dann in den Landesverband zu bringen und dann auch die SPD damit auszustatten, sowas auch inhaltlich zu vertreten. Glaubst du wirklich, dass die SPD das inhaltlich vertritt? Also dann auf größerer Ebene? Kommt drauf an. Also je nachdem, wie welche Mehrheitsverhältnisse gibt es und wie sehr man sich da diese Themen popularisiert. Also ich weiß natürlich ganz klar, also ich bin jetzt auch kein Parteisoldat oder was auch immer, sondern ich bin halt auch desillusioniert, was das angeht. Also ich weiß, es gibt diesen Konflikt zwischen den Parteilinken und den Seeheimern, aber ich weiß, dass es geht, also es ist nur ein sehr langer und zäher Prozess ist. Also dass man sehr viel Ausdauer da braucht. Und diese Parteilinken, die du gerade beschreibst, sind das wirklich Linke, also wirklich Leute, die eine andere Wirtschaftspolitik wollen? Und wenn ja, wo waren die, als letztes Jahr die Reallöhne so stark eingebrochen sind und der Staat keine entsprechenden Entlastungsprogramme beschlossen hat, sondern nur so kosmetische Programme, die ein paar Monate lang gewirkt haben, wie das 9-Euro-Ticket beispielsweise? Also die haben was gesagt auch dazu, also den Themen sowas vertreten, aber das ist total untergegangen. Man hat eher sich auf andere Themen eher konzentriert. Das ist medial völlig, wie gesagt, völlig einfach untergegangen so. Ja, was heißt medial? Wo waren die innerhalb der SPD? Ich meine, die SPD-Politiker, die gerade am meisten eine neoliberale Politik vorantreiben. Leute wie Christiane Schönefeld, die in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert hat. Das ist ja eine SPD-Politikerin. Wo waren die Parteilinken, als es darum geht, die Besetzung von solchen Stellen wie in der Mindestlohnkommission mit solchen Leuten zu verhindern? Ja gut, also damit kenne ich jetzt noch zu wenig aus, das kann ich gar nicht sagen über die Mindestlohnkommission, da ist es noch weit meiner Zeit voraus. Aber ich gebe dir den Punkt recht, dass sich dort Partei Linke hätte stärker einsetzen sollen, damit nicht solche Leute, die den Mindestlohn blockieren, durchkommen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Oder Joachim Nagel, der ist ja durch die SPD zum Bundesbankpräsidenten geworden, ist ein SPD-Politiker und der treibt gerade als einer der, ja, ist einer der entschiedensten Befürworter von Zinserhöhungen, die die Wirtschaft im Euroraum noch weiter abwürgen. Also, wo sind die Parteilinken da, wenn es auch darum geht, ihn jetzt zu kritisieren oder seine Absetzung zu fordern? Wieso kommt da nichts? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist
wundert mich doch auch ein wenig, dass das halt zu wenig ja gegen die Zinspolitik, dass die Zinspolitik allgemein mal kritisiert wird. Also, dass man nicht sagt, okay, wir müssten eigentlich einen Nullzins haben, das wäre für den Euroraum viel, viel besser. Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, dass es sich noch zu wenig auch mit diesen Fragen auch zu auseinandergesetzt wurde oder dass es diese Stimmen dann nur vereinzelt vertreten werden, aber jetzt nicht in der Gesamtheit. Und vielleicht auch allgemein, dass man weißt du, das innerhalb dieser Partei denken, dass sie sich zusammentun und dann, was ist strategisch das vertreten, damit sowas auch populärer wird oder auch vertreten wird. Also, aber ich glaube, das ist auch innerhalb der Partei Linken da Ja, aber zu wo sind diese unorganisiert ist. Parteilinken organisiert? Wer sind diese Parteilinken? Kannst du irgendwelche Namen nennen oder Organisationen innerhalb der SPD, wo die auftreten? Ja, also es gibt es ja das Wirtschaftsforum SPD, also das ist das Philippa Siegel Glöckner, ist glaube ich eine der Vertreterinnen, die dabei ist. Das würde mich einfallen. Ich glaube Patrick Kraczynski, ich weiß jetzt leider nicht, wie man Kaczmarek, ausspricht. ja. Gehört glaube ich auch dazu, der ja auch, ist auch auf X und so weiter sowas vertritt, aber ich, ja, schwierig zu sagen. Also das ist, glaube ich, noch vereinzelt so was in der konzentrierten Form. Ja, aber wo sind die Lo Politiker, die solche Leute, also das sind ja jetzt Ökonomen, die du genannt hast, ah, die brauchen ja irgendeinen Politiker, der sie quasi eine machtvolle Stellung hebt. Bei Rainer Flassbeck, da hat es ja Oskar Lafontaine als Finanzminister und solche Leute wie Lafontaine, die siehst du ja in der SPD-Parteiführung oder auch in oberen Parteiorganen überhaupt nicht mehr. Die sind ja schon lange ausgetreten, vor ja, über 20 Jahren mittlerweile. Ich weiß gar nicht, also ich kenne mich, glaube ich, bei Bundes-SPD-Fraktion zu wenig einfach aus mit diesen ganzen Leuten oder ich habe mich zu wenig mit denen auseinandergesetzt. Also wer jetzt vereinzelt ist, also ich glaube, ich muss aber auch, glaube ich, eher sagen, es ist so eine, die SPD, diese Leute, die haben also eine Denkweise, die nicht darauf ist, was medial voranzupreschen, was auch immer, sondern eher zu sagen, aber dieses vor Ort mit Unternehmen, mit Betrieben und so weiter zu sprechen, um dort zu schauen, was können wir da wirklich machen. Das ist, glaube ich, eher die Herangehensweise, weißt du, dieses müssen jetzt mal zusammenhalten. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass dieser Mainstream-Journalismus und dieser deutsche Mainstream-Journalismus sehr schnell dieses, oh, die streiten sich ja nur und was auch immer, lieber vorheben, aber nicht mal um das Inhaltliche gehen. Dass man sich lieber für das Image, die Wahrnehmung interessiert. Also du meinst, dass es diese Parteilinken an der Basis noch gibt, dass sie aber in den oberen Führungsetagen quasi nicht gehört werden? Ja, noch zu wenig oder dass es halt noch zu sanft ist. Also denke man an Saskia Esken, die ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine der Parteilinken, aber das ist zu sanft, also wenn es darum geht, mal solche Themen zu popularisieren. Also, denke man an sowas wie Sondervermögen Bildung. Also das, als sie mal gefragt wurde, was ist da, was hat sie gemacht? Oh ja, indem wir höhere Steuern fordern. Obwohl es in unserem System selber natürlich anders ging, ne? Ja, da kann man sich nur fragen, wieso hat die SPD dann in den Koalitionsverhandlungen, also der FDP, zwei zentrale Wahlversprechen durchgehen lassen, nämlich keine Steuererhöhung und Schuldenbremse. Also wenn, dann hätte man ihr doch in einer Sache, also Schuldenbremse einhalten oder keine Steuererhöhung, einen Kompromiss geben können und sagen können, okay, das andere, das setzt ihr jetzt nicht durch. Aber man hat die FDP in zwei zentralen Punkten durchgehen lassen. Man hat ihr das Finanzministerium übertragen und man hat bei der Bundesbank mit Joachim Nagel jemanden hingesetzt, der de facto FDP-Politik macht. Also die SPD hat doch hier nicht für linkere Verhältnisse in Deutschland gesorgt, sondern sie hat auf allen wirtschaftlichen Punkten nachgegeben. Und real setzte sich doch in der Bundesregierung zumindest, du kannst mir ja gleich beschreiben, wie es an der Basis ist, aber in der Bundesregierung vor allem für solche identitätspolitischen Vorhaben wie Selbstbestimmungsgesetz ein. Also wie ist da deine Erfahrung an der Basis? Meinst du, dass dort auch Identitätspolitik eher gepusht wird als solche wirtschaftlichen Themen und die deswegen untergehen? Also ich würde sagen, es gibt natürlich dieses große Gefälle, dass du weiter nach oben gehst, dass du eher, sag mal, wirtschaftsliberale wird es vielleicht, und dass weiter unten ist, dass du eher vertritt man tatsächlich noch klassische sozialdemokratische linke Themen. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, aber ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also ich möchte erstmal also zwei, drei Punkte erstmal abgehen. Erstmal das Thema, wenn es um das Thema Steuerung und Schuldenbremse angeht. Ich gebe dir recht,
Ja, gut, beim Steuersystem, das ist ja der Markenkern der FDP ein bisschen, oh, keine Steuererhöhung, obwohl das ja Quatsch ist natürlich. Ja, keine Ahnung, das kann ich nicht so genau sagen, warum man das da der FDP durchgelegen lässt. Aber bei Schuldenbremse, da gebe ich dir recht. Da muss man natürlich auch sagen, es gibt auch innerhalb der SPD natürlich Befürworter der Schuldenbremse. Also die hier sagen, ah, die Schuldenbremse ist eigentlich schon ganz gut, man braucht ein paar kleine Reförmchen und dann wird das schon klappen. Ja, Und aber da das sehe sind ich dann ja. keine, also die sind ja absolut hegemonial dann. Die haben sich ja ganz klar durchgesetzt. Und also du hast ja gerade beschrieben, dass die Parteiführung wesentlich neoliberaler ist als die Basis. Aber warum versucht die Basis dann da nicht Einfluss zu nehmen? Also was ist der Grund, dass die Basis da absolut keinen Einfluss auf das hat, was die Parteiführung macht? Also erstmal gleich bei den Jusos, also jetzt die Parteivorsitzende der Jusos war ja aktuell Jessica Rosenkahl. Sie ist auch aktuell Teil der Regierung. Das heißt, die Kritik an die SPD selber ist sehr, sehr flach gefallen. Es ist nur vereinzelte Sachen, vielleicht mal so, dass man sagt, ja, hier, das könnte man vielleicht machen, aber grundlegende Kritik zu sagen, so, nee, wir als Jusos, wir distanzieren uns von der SPD, das wollen wir populäres Thema machen. Kam halt nicht, ne? Also, dass man das vielleicht auch sagt, so denke man an den Mindestlohn von 14 €. Warum, dass man das, dass da, dass eigentlich als Jusos hätte mal da sagen können, nee, das ist eigentlich ein Skandal, dass die Gewerkschaften da überstürmt wurden, dass es nicht einfach so durchgeht. Das hätte man Ja, aber vielleicht auch popularisieren wieso können. macht man dann wen wie Rosenthal zur Chefin? Also da kann man doch wen Radikaleres wählen. Ja, das ist jetzt nicht mal meine Zeit, weil ich das ist, da, wie gesagt, da war ich noch nicht drinne. Das habe ich mich auch gefragt. Also ich finde das nicht klug. Jetzt im November sind ja jetzt Wahlen. Also da gibt es zwei Kandidaten. Besonders Philipp Thürmer sollte man da im Auge haben. Also der tatsächlich klassisch auch linke Wirtschaftspolitik vertritt. Und da bin ich halt auch mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass er gewählt wird und dass dann die Jusos tatsächlich auch strategisch mal mehr im Vordergrund sind und nicht so sehr dieses auf Harmoniesuchtigkeit setzt. Ja, vor allem der letzte Juso-Vorsitzende, Kevin Kühnert, der hat sich ja total, wie nenne ich das jetzt am besten, total aufmüpfig gegeben, aber jetzt, wo er in der Bundesregierung ist, da plappert er, also jetzt, wo er Generalsekretär ist, plappert er alles nach, was die Parteiführung sagt. Und direkt nachdem das Sondervermögen der Bundeswehr beschlossen wurde, das fand ich sehr interessant, da hat er direkte Propaganda dafür gemacht. Also anders kann man das nicht erzählen. Ja, unsere Bundeswehr wurde kaputt gespart und die arme Rüstungsindustrie und wir müssen uns doch verteidigen gegen die bösen Russen und bla bla. Also dieser ganze Schwachsinn, den wir in den letzten anderthalb Jahren des Häufigeren zu hören bekommen durften. Und das finde ich wirklich seltsam. Der hat sich ja so radikal gegeben, aber er war es offensichtlich nicht. Wenn die Jusos, wie du gerade beschreibst, also radikaler wären, wieso heben sie da nicht andere Leute an die Macht? Also wieso kommen dann solche Leute wie ein Kevin Kühnert nach vorne? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß leider selber jetzt nicht, wie die Jusos insgesamt ticken, ob das jetzt ein Teil weiter auch ein linksliberaler Teil ist oder eher Leute, die sagen, nee, für uns ist das, wir wollen tatsächlich Wohlstand für alle, also bei denen sich das Ökonomische wirklich im Vordergrund steht, damit es für alle auch wirklich besser geht. Das kann ich nicht sagen, also weil ich die auch selber alle nicht kenne, aber das ist. Ich weiß nicht, bei Kevin Kühnert ist es natürlich so, das hast du, glaube ich, auch sicherlich mitbekommen. Jetzt denkt man an die Bundestagswahl, dass es dieses Geschlossenheitsthema wichtiger war, als jetzt zu sagen, mal aufzumüpfen oder auch mal zu sagen, nee, Kontra zu geben, zu sagen, so, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Nach der Bundestagswahl, also als das Ja. Bundeswehr-Sondervermögen schon beschlossen war. Also da hat er ja diese ganzen Aussagen gebracht. Wir müssen jetzt aufrüsten, das ist alles notwendig. Also das war ja nicht wegen Wahlkampf oder so, das war ja einfach, weil er es anscheinend gut fand, dass wir jetzt größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschließen. Ja, ich kann leider in Kevin Kühnerts Kopf nicht reinschauen. Von meiner Seite aus selber, ich würde es kritisieren. Also nicht unbedingt, weil es ein Sondervermögen ist, sondern was will man und braucht es eine große Aufrüstung? Warum schaut man nicht auf das Nötigste oder man schaut auf die Strukturen selber? Ja, was versandet da irgendwie und wird da bei den Rüstungskonzernen da schön, was können die da alles da einsacken? Aber Wofür bei brauchen wir überhaupt so Bundestag. eine große Armee? Also selbst wenn das effizienter eingesetzt würde, also es bedroht niemand bedroht Deutschland. Wir brauchen also kein Ja. Sondervermögen, wir brauchen keinen höheren Wehretat, sondern eher niedrigeren.
Also wir brauchen vielleicht, falls Liechtenstein morgen entscheidet, uns anzugreifen, total realistisches Szenario, brauchen wir vielleicht eine Armee, die dann für Landesverteidigung zuständig ist. Also es braucht keine Auslandseinsätze, es braucht auch nicht so eine riesige Aufrüstung, wie wir jetzt beschließen. Es braucht es einfach nicht. Dafür gibt es keinen realen Bedarf, außer bei den Aktionären der Rüstungsindustrie. Die haben da natürlich einen ganz großen Bedarf, zusätzliche Gewinne einzuheimsen. Und ja, das ist ein reines Lobbyprojekt für eben diese Rüstungsindustrie. Wieso macht die SPD sowas mit? Wieso treibt sie das sogar zentral voran? Es war ja Kanzler Scholz, der die Summe von 100 Milliarden Sondervermögen ins Spiel gebracht hat. Ja, ich schätze mal, dass ich eine gute Verbindung zur Rüstungsindustrie bestimmt gibt. Also, dass man da sagt, naja, dass man sich da sehr gut versteht und sagt, okay, das können wir einfach mal gut mit durchsetzen. Also, wie gesagt, Olaf Scholz ist natürlich auch einer der Setzer der Agenda 2010, also der stark Neoliberalen. Und dass die Rüstungsindustrie so als so wichtig, als so hoch gehalten wird, als sie eigentlich ist, weil eigentlich produziert sie ja Schrott, wenn man so will, dann, ja, das ist eine Du hast gute Frage. gerade Verbindung zur Rüstungsindustrie angesprochen. Lars Klingbeil, der ist Mitglied im Förderkreis Deutsches Heer. Wieso sägt, also im Lobbyverband der Rüstungsindustrie, wieso sägt die Basis solche Leute nicht ab? Wieso versucht sie es zumindest nicht, Leute wie Lars Klingbeil abzusägen? Also es gibt ja Parteitage, wo Delegierte hingeladen werden. Wieso versucht man da nicht solche Leute wie Lars Klingbeil zu stürzen, wenn die SPD-Basis angeblich so links ist? Darauf habe ich echt keine Antwort. Ich weiß es nicht. Also, das würde ich gerne auch wissen. Ist es Lethargie oder ist es die Konzentration auf andere Themen oder ist die SPD-Basis gar nicht so links? Also das sind die drei Optionen, die es eigentlich gibt. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielleicht auch Lethargie und vielleicht auch selber, wir können es selber anders aussehen. Also denke mal, wenn wir jetzt beim Beispiel Bundeswehrverteidigung oder so denken, wie kann eine linke Verteidigungspolitik vielleicht aussehen? Wie könnten wir es so umstrukturieren, dass tatsächlich Rüstungskonzerne da nicht die Champagnerkorken knallen, wenn das da, und die Aktien dafür so weiter da schön ansteigen, weil man merkt so, oh, wir haben jetzt ein Sondervermögen beschlossen. Das ist. Die Lösung kann ich dir nennen. Also die Rüstungsindustrie verstaatlichen. Also es sollte in diesem Sektor keine privaten Profitinteressen geben, die da Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung haben, weil das extrem gefährlich ist, wenn es eben eine Branche gibt, die daraus Gewinne schöpft, dass Kriege geführt und Eskalation international befeuert wird. Und zweitens auf eine friedenssichernde Außenpolitik setzen. Also bessere Beziehungen zu Russland, bessere Beziehungen zu China suchen und dann gemeinsam mit denen zusammenarbeiten. Also Wandel durch Handel, das alte Motto der SPD in den 70er Jahren, das wieder hochzuhalten. Das wären die Punkte, die man anbringen könnte, wenn man eine wirklich linke Friedenspolitik wollte. ja, gutes Thema Russland, da, wenn du alles sagst, ja, wir brauchen gute Verbindung zu Russen, da verbrennst du dir ja sehr, sehr schnell die Finger. Das wissen wir ja alle. Und Auch viel in den Geld. Jusos? Auch in den Jusos? Ja, ich glaube, das weiß, ist schwierig zu sagen. Das kann ich glaube, dass sich da auch so ein gewisser Wandel vollzogen hat. Also bestimmt, dass man sagt, also auch, dass man sich dieser mediale Druck, dieser kleine Korridor, wie gehen wir jetzt mit Russland um, wahrscheinlich auch Druck ausgeübt hat auf die Jusos oder auch auf das SPD, dass man sagt, ah, gute Verbindung, schwierig. Also, dass man dann selber sagt, okay, nee, man schwimmt da lieber mit. Ja, also die Jusos rekrutieren ihren Nachwuchs doch größtenteils, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, aus einem ähnlichen Milieu wie die Medien, die gerade so eine Kriegspropaganda betreiben, ihren Nachwuchs rekrutieren. Aus einem eher ge höher gebildeten, eher akademischen Milieu, de deren Eltern eher höhere Einkommen hatten, also eher zur gehobenen Mittelschicht zählten. Und ja, das relativ obrigkeitshörig ist, so muss man es ja beschreiben. Und da gibt es anscheinend. Ja, da gibt es ja anscheinend eine Überschneidung an Gruppen, aus denen die beiden jeweils ihren Nachwuchs rekrutieren. Also könnte es sein, dass die Jusos da genauso ticken wie viele junge Journalisten, oder? Das ist gut möglich, also dass sich diese da Milieus, also aus diesen guten Gebildeten, sich zusammentun und dann vielleicht eher Mehrheiten bilden als jetzt die, sag ich mal, klassischen Arbeiterkinder, die Eltern, die jetzt klassisch sag ich mal, vielleicht sogar zum Mindestlohn arbeiten oder jetzt sag ich, Leiharbeit oder was auch immer da arbeiten. Und das sind natürlich,
also ich schätze mal, dass sie sicherlich auch schwieriger haben, überhaupt da hochzukommen. Denn sie müssen sich ja natürlich eher um Einkommen kümmern. Wie bezahle ich die Miete? Wie bezahle ich, wie gesagt, Strom? Wie bezahle ich mein Essen und so weiter? Wie vielleicht konzentriere ich mich auf meine Familie und so weiter? Oder auch andere Sachen oder andere Sorgen jetzt vielleicht halt als dann eine Parteipolitik. Das ist auch etwas, was ja Michael Hartmann ja auch, gut, glaube ich, auch rausgearbeitet hat. Also wie diese Bildung funktionieren. Also natürlich haben Leute, die gut gebildet sind, die jetzt keine Sorgen haben mit Einkommen, haben natürlich andere Herangehensweisen oder andere Chancen, als die jetzt natürlich, die sagen, okay, wie bezahle ich meine Sachen? So, denke man an Frauen, die jetzt in Teilzeit arbeiten oder so weiter. Dann Ja, und vor kann allem ich dir auch diese, mal sitzen. die geringere Einkommen haben, die sehen ja, dass die SPD ihre Interessen null mehr vertritt. Also das ist ja, sie macht ja eine neoliberale Politik. Deswegen gehen diese Leute dann da auch nicht mehr hin und werden da Mitglied. Das ist ja komplett logisch. Schwierig zu, ich weiß, kommt drauf an, glaube ich. Also weiß nicht, ob das so per se sagbar ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, wie sind denn da deine Erfahrungen an der Basis? Also was für Leute beobachtest du eher? Beobachtest du eher, dass da Arbeiter sind oder also einfache Arbeiter? Also es sind ja Großteil der Bevölkerung in Deutschland besteht ja aus Arbeitern und Angestellten, aber beobachtest du da eher, dass Leute mit einem niedrigeren Bildungsabschluss, mit einem niedrigeren Einkommen sind oder eher Leute mit einem höheren Einkommen? Also ich glaube, also Jetzt ich speziell kenne bei den eher von Jusos, der, speziell bei den Jusos. also speziell bei den Jusos, ich würde sagen, natürlich auch höhere Bildung, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben da viele, die studieren, also da oder jetzt oder davon haben wir einige Leute, wenige Schüler, also vielleicht so vereinzelt so zwei, drei vielleicht, und das war's, aber sonst eher viele, die studieren oder die in diese Richtung gehen, und das. Wobei, ich glaube, vereint sind Und einige noch Auszubildende? sicherlich. Also auch, gut. Wobei, doch, doch, ich glaube, einen, der hat, glaube ich, eine Ausbildung gemacht, aber ich weiß ja nicht mehr genau, was das war, aber das ist Meine dann jetzt von der eher. Quantität her, was ist häufiger? Also was trifft man Also da Leute, die häufiger an? studieren. Auszubildende oder Studierende? Studierende auf jeden Fall. Denn früher galt die Also erst. SPD, also ist jetzt schon ein bisschen länger her, mal als Arbeiterpartei. Also da. Das ist ja heute offensichtlich nicht mehr so. Das liegt einerseits daran, dass sie nicht mehr die entsprechende Politik macht und andererseits halt an bestimmten Entwicklungen an der Basis. Oder siehst du das anders? Also dafür müssen wir erstmal so zwei, drei Punkte vielleicht mal rausnehmen. Also erstmal über die Frage, das ist, glaube ich, ein großes Thema, die Frage von Zeit und ob man sich dann vielleicht noch an der Parteibasis da rein investiert. Also ich weiß selber von den Parteivorstand oder von der Ratsfraktion jetzt in Flensburg, dass es da auch viele, viele klassische Arbeiter gibt, die jetzt zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder zum Beispiel sagt, was war das noch, einzeln hat, dann natürlich hast du auch die Lehre dabei, ne? Aber das ist dann, also ich war jetzt, glaube ich, letztes Jahr, glaube ich, bei so einer Kreismitgliederversammlung, also Jahresversammlung aus Flensburg, doch, genau, in dem man die Liste für die Kommunal gewählt wurde. Und haben sich ja viele Leute vorgestellt, was ihre Arbeit ist. Und das waren tatsächlich auch viele dieser Pflege, aber auch viele, die klassischer Arbeit halt nachgehen und weniger jetzt als jetzt in diesen höher gebildeten kommen. Also das ist mir doch schon aufgefallen. Also zumindest bei der jetzt bei der Fraktion, die da mitarbeiten. Ja, aber trotzdem gibt es ja viele Arbeiter von den Wählerveränderungen her, sehen wir ja, dass die eher zu Parteien wie der AfD gehen. Wie meinst du, kommt das zustande? Also wir müssen, glaube ich glaube, unterscheiden natürlich auch mit der deutschen Geschichte. Ich glaube natürlich zwischen der DDR und wie der Osten selber, wie wird der medial reproduziert, wie wird der Osten selber konstruiert und welche Identität haben sie selber und dem Westen, Nee, es geht würde jetzt ich. nicht um Osten und Westen. Also im Osten Ja. ist die Zustimmung für die AfD allgemein höher. Aber wieso gehen viele Arbeiter, da gibt es ja eine höhere Zustimmung unter dieser Gruppe, zur AfD? Ja, also das ist eine gute Frage natürlich. Also ich weiß, von denen, die Leute, die jetzt die AfD wählen, also klar, das ist besonders dann halt, ich glaube, das ist besonders so im mittleren Alter, zwischen, ich glaube, 30 und 50, habe ich, glaube ich, gesehen. Und natürlich die eher, die einer Lohnarbeit nachgehen.
Ich glaube, laut Umfragen, wie weit das jetzt stimmt oder nicht, ist es ja so, dass, glaube ich, 2/3 sagen, nicht unbedingt überzeugt sind von der AfD, sondern eher aus Protest wählen, und 1/3 sagt, ist überhaupt davon überzeugt. Ja, Vielleicht, Protest gegen. dass es vielleicht tatsächlich als Alternative gesehen wird, obwohl die AfD natürlich diese wiederum schadet. Das ist ja die Ironie dahinter. Ja, aber Protest gegen eine falsche Politik. Also die Politik, die von Parteien wie der SPD gemacht wird. Das heißt, die Leute wählen schon aus Verzweiflung eine andere neoliberale, halt nationalliberale Partei, die nicht unbedingt verspricht, sie besser zu behandeln, aber die wenigstens die Ausländer schlechter behandelt. Und die, das muss man jetzt neuerdings sagen, auch eine vernünftigere Außenpolitik als die SPD anstrebt. Zumindest in Bezug auf Russland und China. Da haben wir ja gerade diese komplette Verirrung der wertebasierten Außenpolitik, die nur in, ja, schöne Rhetorik gekleidete Verteidigung des amerikanischen Imperialismus ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite von der AfD die interessengeleitete Außenpolitik, also die Außenpolitik, die jedes Land sowieso macht und die Deutschland auch anstreben sollte. Also, dass wir in Russland uns beispielsweise billig Gas anbietet, dass wir es dann auch von da kaufen. Also, da gibt es ja jetzt schon reale Gründe mittlerweile, wo die AfD, ich sag mal so, Anführungszeichen, linkere Positionen hat als die SPD. Also, wie kommt sowas? Zufall. Nein, also was Außenpolitik, würde mal unterscheiden zwischen natürlich Außenpolitik, Wirtschaft und Sozialpolitik. Denn, also natürlich rein was Wirtschaft und Sozialpolitik ist, die AfD natürlich vollkommen bekloppt. Also denke, wenn es denke, rein wenn beim Steuersystem ist, was Erbschaftssteuer weg. Ja, also Mehrwertsteuer, glaube ich, sogar wollen die auch erhöhen. Und solche anderen Sachen, also dass besonders den reichen Konzerne entlassen, aber die Ärmeren, die Ja, wie sind denen gesagt, ich will mich jetzt scheißegal. nicht auf die Also, AfD konzentrieren. Das genau. Programm, das ist nicht sonderlich vernünftig, vor allem nicht in seiner Gesamtheit. Aber mir geht es um die SPD. Warum macht die SPD mittlerweile eine solch furchtbare Politik, dass selbst die AfD da als passable Alternative erscheint? Also was läuft in dieser Partei offensichtlich schief? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ich weiß nicht, ich finde die Außenpolitik der SPD selber auch nicht vernünftig. Also das ist meines Erachtens vieles nicht durchdacht, und das ist mir zu wenig langfristig überlegt. Also wie wir mit späteren, jetzt denkt man in 10 Jahren und solche Konflikte jetzt, die besonders dann mit China auftreten, oder auch über die Frage, wie gehen wir mit Afrika um? Denn beispielsweise, das hast du ja auch mitbekommen, also, als es um Corona und um die Impfung ging, so, was hat die EU gemacht? Also, wenn es um Impfung ging. So, China hat Afrika gesagt, so, ihr bekommt die Impfung, ne, kostenlos, ne, aber dafür mit Gefallen. Was hat die EU gemacht? Nichts. Also, weißt du, dass man sich damit gut binden könnte, sie wirklich was Besonderes Kuba aufzubauen, hat aber kostenlose wir sind Impfungen natürlich. verteilt. Also Kuba hat diese Impfdiplomatie Ja. eingesetzt, um internationalen Ansehen zu gewinnen, die EU nicht. Ja, Um dann also nochmal in der Witz Relation zu ist. setzen. Ja, der Witz ist ja, man glaubt natürlich immer mit Außenpolitik, man müsste da irgendwie mal militärisch immer irgendwo eingreifen, um die Demokratie einzusetzen. Aber du, also mit solchen einfachen Sachen denken wie Corona, gute Beziehungen aufzubauen, oder mit den solchen Impfungen, dass die ja tatsächlich sinnvoll sind, ne? Oder das Gelder bereitzustellen, zu sagen, weil wir wissen ja, die EZB schafft ja Geld per Knopfdruck, und das wäre problemlos finanzierbar. Dafür müsste nichts in den Haushalten gekürzt werden, sondern es wäre einfach zusätzliches Geld, was neu geschaffen würde. Um diese Corona zu sagen, wir finanzieren das, ihr habt die, damit ihr das irgendwie gewuppt bekommt. Also diese Überlegung gab es halt nicht mal. Ja, also allgemein haben einzelne Länder in der EU, vor allem Frankreich, gegenüber vielen afrikanischen Ländern eine neokoloniale Stellung. Man denke an das System des CFA-Fonds, man denke an die aktuelle Krise im Niger, wo die in der ECOWAS befindlichen Nachbarstaaten einen völlig unprovozierten Angriffskrieg auf ihr Nachbarland starten wollen, also vor allem Nigeria, und die EU da vollkommen hintersteht. Sie will sogar noch Sanktionen verhängen und den Wirtschaftskrieg, den die ECOWAS gerade sowieso gegen Niger führt, sogar noch verschärfen. Also eine völlig verrückte imperiale Politik, die in Afrika einen Flächenbrand auslösen könnte und auch zu, ja, Millionen an Flüchtlingen führen dürfte, von denen ein Teil nach Europa flüchten würde. Also eine Politik, die absolut nicht im Interesse der Mehrheit der hiesigen Bevölkerung ist, die aber von der SPD anscheinend unterstützt wird. Die SPD steht bedingungslos hinter dem Kurs von Annalena Baerbock, die wiederum die ECOWAS und Frankreich unterstützt. Also
Das ist doch nichts, das ist doch keine vernünftige linke Außenpolitik. Das ist doch das komplette Gegenteil. Das ist doch die Sicherung der Interessen vor allem französischer Konzerne. Und wofür? Dafür, dass dort am Ende ein Krieg ausbricht und dann Flüchtlinge hier nach Europa kommen. Das ist doch keine sinnvolle Politik. Ja, also das ist, da gebe ich dir recht, was Außenpolitik angeht, das ist bekloppt. Also das kann man nicht anders sagen. Selbst wenn wir jetzt denken an Russland, das ist, hat gezeigt, so die Sanktionen, die haben so gut wie nichts gebracht. Also die höchstens Schaden an der Bevölkerung, ja, die jetzt hungert und schauen muss, ja, komm mal ran, aber Du meinst die was soll Bevölkerung in Deutschland, oder? Nein, nein, ich meine wirklich in Russland, die Russen, die auch selber keinen Bock haben, selber auf den Krieg haben oder na gut, in gewissen Punkten dann vielleicht auch natürlich verarscht werden. Dass es die natürlich härter trifft jetzt als die Oligarchen, die jetzt diese Politik dieser Außenpolitik der in Ukraine und so weiter bestimmen. Das war ja das Ziel der Sanktionen. Wir verarmen die Bevölkerung in Russland und dann wagt ihr einen Aufstand gegen Putin. Das destabilisiert Russland, das schwächt Russlands geostrategische Stellung. Das war ja ursprünglich das Ziel. Diese Sanktionen werden Russland ruinieren, hat unsere Außenministerin ja ganz klar gesagt. Aber nicht mal das ist passiert. Also die Reallöhne sind in Russland 10% im Vorjahresvergleich mittlerweile gestiegen. Also nicht mal die Verarmung der Bevölkerung, die man offiziell angestrebt hat, hat man geschafft. Also es ist wirklich ein Scheitern auf allen Ebenen. Mittlerweile sagt das auch Baerbock selbst, dass diese Sanktionen eben nicht so wirken, wie man es gedacht hat. Ja, Und trotzdem leider nicht, wird Frau, da nichts sagt davon sie sogar überdacht. sogar, ne? Ja, natürlich leider. Russland sei ja eine Autokratie und in Autokratien, da wirken wirtschaftliche Mechanismen halt nicht so wie in Demokratien. Ungefähr so hat sie es gesagt. Also es ist wirklich komplette ökonomische Inkompetenz, die da in unserem Außenministerium versammelt ist und man hört keine Kritik der SPD daran. Also ganz im Gegenteil, man hat den Grünen ja nicht ohne Grund das Außenministerium gegeben. Also dass eine Person da wie Baerbock und auch Personen wie Lindner, Personen wie Habeck, dass die da sitzen können, wo sie halt sitzen, das liegt auch zu einem guten Teil mit an der SPD. Ja gut, das ist aber gut mit der Koalition und so weiter, aber die Frage, wer welche Ministerien bekommt, das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Aber wenn wir jetzt beim Thema jetzt Außenpolitik erstmal bleiben. Ja, also mit den Sanktionen, ich würde, glaube ich, eine andere Politik nachgehen. Also sich diesen Wirtschaftskritik selber zu befeuern, oh Gott, man darf ja Wirtschaftskritik selber nicht mal sagen, ist irre. Also weil. Wir zeigen, also Maurice Höfgen hat ja auch in seinem Buch Der neue Wirtschaftskrieg ja auch gezeigt, dass es schon vorher gesagt hat, also nee, das ist irre, das ist bekloppt, das hilft nicht. So, wir müssen doch eine andere Herangehensweise natürlich haben. Wie gesagt, dem würde ich, wie es der aktuelle Kurs ist, was Außenpolitik geht, da würde ich auch natürlich wie, total widersprechen. Was Position gehen ist, zu glauben, ja, Ukraine muss gewinnen und was auch immer, oder siegen oder was auch immer, dass das auch heißt. Gut, haufenweise Millionen Tote bei Russland und Ukraine, gut, Ja, das muss ist ja man ja gewollt. Also das kannst du ja nicht. Also das ist ja eine gewollte Strategie. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, der Ukraine-Krieg. Das ist ein genau. bisschen kompliziert. Da müssten wir noch an einer anderen Stelle diskutieren. Aber mir ging es jetzt um diesen Wirtschaftskrieg, wo jetzt Ja. wirklich noch klarer ist, dass der gescheitert ist und dass er ja vor allem der Bevölkerung hierzulande schadet. Und da müsste eine linke Partei sofort sagen: Nein, sowas beenden wir. Wieso gibt es da keinen Aufstand an der SPD-Basis oder bei den Jusos? Ich weiß nicht, also es gibt vielleicht viele Gründe, also erstmal vielleicht Angst oder ein falsches Verständnis, vielleicht auch von Solidarität, vielleicht, was man zu sagen, weil Sanktionspolitik, Wirtschaftskrieg, ja, und dann wird mit Solidarität zusammengenommen. Oh, wenn ihr diese Sanktionen dann nicht vertreten, seid ihr mit der Ukraine unsolidarisch. Also das ist ja, denke mal, sehr, sehr stark, wenn als Wagenknecht ja gesagt hat, so, nee, Moment mal, das ist ja, du kannst mit der Ukraine solidarisch sein und trotzdem die Sanktionspolitik kritisieren, da wurde selbst für sowas wurde die sehr schnell angegriffen. Also. Geht es bei diesen Sanktionen nicht um die Ukraine? Es geht um die Verteidigung dieser westlichen Weltordnung. Was hat die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland für ein Interesse an dem Erhalt dieser ja von den USA dominierten Weltordnung? Kein. Also wir Europäer sollten eine multipolare Welt anstreben, in der wir unsere eigenen Interessen vertreten. Das sollte jedenfalls eigentlich die Position einer linken Partei sein. Aber davon sieht man in der SPD nichts. Deswegen, also kann es sein, dass die Jusos selbst total pro NATO, pro westlicher Imperialismus sind? Kann es sein, dass es ihnen gar nicht um Solidarität mit der Ukraine geht, sondern dass sie genau wissen, was unsere Herrschenden gerade tun, aber das gut finden?
Glaube ich nicht. Also ich würde also den Punkt, dass sie vielleicht pro NATO ist, das ja, also das, die SPD ist pro NATO, das weiß man halt auch, dass sie dann eher gegenüber der USA, wenn es mal jetzt nicht Donald Trump ist, natürlich eher lascher sind, was Kritik angeht. Also das ist, um halt sozusagen diese Beziehung da aufrechtzuerhalten, natürlich. Ja, ich meine jetzt nicht die SPD-Führung, ich meine jetzt gerade die Basis. Ist die, also wie ist da die Basis eingestellt? Und vor allem die Jusos, also das ist ja der lauteste Teil der Basis, die Jüngsten. Das sind die, die sich am meisten engagieren, das sind die, die die Wahlplakate kleben und das ist die Zukunft der Partei quasi. Also sind die so eingestellt oder sehen die das doch anders, aber trauen sich halt nicht, Kritik zu üben? Ich glaube schon, dass sie das anders sehen, aber wahrscheinlich zu wenig da einfach Kritik üben oder sich vielleicht auch nicht trauen, da Kritik zu üben, zu sagen, dass man da lieber die Harmonie da im Vordergrund stellt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber oder es kann auch vielleicht sein, dass was NATO angeht, dass man sagt, okay, das ist für sie einfach so eine Randnotiz, das ist für sie noch nicht ganz so wichtig jetzt so als andere Sachen, also als jetzt in Innenpolitik oder so weiter. Ja, Das aber kann ich mir durchaus vorstellen. dieser Wirtschaftskrieg, der sorgt für die größten Reallohnverluste seit Jahrzehnten. Wenn du das als Randnotiz siehst, dann musst du dich ja mit völlig anderen Themen beschäftigen. Dann musst du ja völlig andere Themen als die wirtschaftliche Existenz der Mehrheit der Bevölkerung für relevant erachten. Also, wie sieht die Mehrheit der Jusos das? Beschäftigt die sich mit Identitätspolitik oder mit irgendeinem anderen Quatsch? Oder also, wie kommt man auf diese Idee, dass sowas irrelevant wäre? Ja, nein, also ich meine nicht im Randnotiz im Sinne von, dass das nicht wichtig wäre, sondern im Sinne von, ich rede von der NATO hier, also nicht von dem Wirtschaftskrieg oder so Ja, weiter, sondern der von dient der. ja dazu, diese Hegemonie aufrechtzuerhalten. Klappt gerade nicht so, aber das ist ja der Plan. Man will einen geostrategischen Konkurrenten schwächen. Ja, das, keine Ahnung, das kann ich jetzt so nicht genau sagen, dann, was du jetzt damit Also, meinst. also dieser Wirtschaftskrieg soll Russland schwächen, soll Russland ruinieren, er soll dort die, also wie Baerbock gesagt hat, er soll die Industriekapazitäten dort abtragen, wie von der Leyen gesagt hat, das ist das Ziel dieses Ja, Wirtschaftskrieges. Also das ist Russland die soll. Vorstellung, genau. Soll auf Jahrzehnte geschwächt werden. Also erstmal klappt das nicht so. Und zweitens, wieso ist das im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland? Wieso sollte eine linke Partei, als die viele in der SPD-Basis die SPD ja sehen, wieso sollte die das vertreten? Also. Das weiß ich ehrlich gesagt. Also vielleicht ist es wirklich diese Vorstellung, vielleicht gibt das, ich bin da jetzt zu wenig jetzt drin, das zu sagen zu können. Oder ob das Du da ist, bist aber doch in das ist der vielleicht, SPD. Was ja. sagen dir denn andere Mitglieder persönlich? Ich habe jetzt nicht nach einer empirischen Stichprobe gefragt. Ich Achso. habe jetzt nach dem, was du persönlich in deinem Umfeld in der SPD erlebst. Bei den Jusos, bei älteren SPDlern, was erlebst du da? Also, ach so, doch, also ich hab zumindest mitbekommen, dass es auch kritisiert wird. Also sagen, also dieses, dass die, also zwei eher viel Älteren, dass die sich noch an Willy Brandt erinnern, dass sie gesagt hat, das geht halt so nicht. Also zumindest was sie an Sanktionspolitik, das habe ich so jetzt noch nicht mitbekommen, aber zumindest wenn es um Waffenlieferungen geht, dass das kritisiert wird. Also dass man sagt, das geht doch so nicht, also besonders dann von Älteren. Bei Jüngeren habe ich Aber das auf die hört leider. keiner mehr. Ja. Also, ja, leider. Und Aber bei Jüngeren Jüngeren hast du weiß es ich nicht nicht mehr so gehört. Wie genau. Also, deswegen, ich das ist weiß nämlich es auch nicht so mein genau. Eindruck, Das. dass viele Menschen sich da leicht manipulieren lassen und eben plötzlich für Dinge eintreten, die absolut nicht in ihrem eigenen Interesse sind. Und ja, das finde ich traurig. Ich glaube auch, dass das bei einem großen Teil der SPD-Basis, soweit ich das von außen beurteilen kann, der Fall ist. Also zumindest bei den Jüngeren, zumindest bei den Jusos. Also ich glaube, das ist der Grund, warum man da so wenig Kritik hört, weil sie gar nicht so unzufrieden sind mit dem, was die Parteiführung da gerade außenpolitisch veranstaltet. Ich glaube, man muss, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Denke man an solche Leute wie Luisa Neubauer, die ja meinten, oh, wir müssen diese Sanktionspolitik machen, damit wir Russland schaden oder damit wir sie den Krieg nicht finanzieren. Das war ja noch diese alte Erzählung, die ja Ist damit das nicht eine einherging. Klimaaktivistin? Ja, klar, aber sie ist bei den Grünen, ist, aber es ging. Ja, Ja. ich weiß, worauf du hinaus willst. Der Punkt, den du gleich bringen wirst, warum das Quatsch ist, was sie da erzählt. Aber als Klimaaktivist sollte ich doch gerade dafür sein, dass fossile Energieträger nicht, also dass vor allem Erdgas nicht quer über den Ozean geschippert wird und nicht erst verflüssigt werden muss. Also dass man nicht auf LNG setzt, sondern eher auf Pipeline-Gas, was klimafreundlicher ist. Also das ist schon mal die erste Inkonsistenz, wenn man sich angeblich für Klimaschutz einsetzt. So, das Zweite, was du erzählen wolltest, ist, dass wir Russlands Krieg nicht finanzieren dürfen. Das ist Genau, natürlich das war ja das ist die, totaler genau. Schwachsinn, ja.
Ja, da klar. Also ich glaube, wir wissen natürlich, die Russland hat eine eigene Zentralbank, mit dem sie den Rubel schöpft, indem sie ihre Soldaten bezahlen, indem sie Rüstung bezahlen und so weiter. Und zudem haben sie noch gutes Jahr an Ölvorkommen, was sie selber schaffen. Also das der Außenhandel, also das heißt mit den Euro oder Dollar, was auch immer, das hat ja außenpolitisch mit dem Import eher zu tun und nicht unbedingt mit dem, wie sie ihre Soldaten bezahlen und so weiter. Das ist ja großer Quatsch. Also da haben ja Journalisten auch überhaupt nicht aufgeklärt, also, sondern es wurde so stehen gelassen und sagt, oh, wir dürfen den Krieg nicht finanzieren, was wir natürlich nicht tun. So, das ist Quatsch. Jede Tankfüllung füllt Putins Kriegskasse. Ja, so, solche Sachen durfte man sich ja anhören, dass wenn man warm duscht, dass das Putin hilft, dass wenn man tankt, dass das Putin hilft. Ja. Also ein Quatsch, also ein Unsinn. Und Oder ja, da fragt man nutz sich den ja. Lappen, ne? Nutz den Lappen zum Duschen. Du musst ja nicht so duschen, du kannst ja auch den Lappen nutzen. Also irre. Ja. Es ist, aber da fragt man sich jetzt, also wie konnte die SPD, also wenn die SPD offensichtlich so eine falsche Politik macht, dann ist da aus der Basis keinen richtigen Widerstand gibt. Glaubst du dann wirklich, dass das die richtige Partei ist, um für eine linke Wirtschaftspolitik zu streiten? Ja. Also wenn wir jetzt aber wirklich mal nicht das Thema jetzt Sanktionen, Wirtschaftskrieg erstmal außen vor lassen, sondern wirklich sagen, Das war ja nur ein Wirtschaftspolitik, Beispiel. Es war nur ein genau, Beispiel. Also okay. jetzt so als Conclusio. Wir hatten ja schon verschiedene Sachen angesprochen. Ja, weil die SPD viel, was das angeht, viel weiter als die Linke. Denke man an jetzt Industriepolitik, da will die SPD sich ja sehr, sehr stark stärker machen oder dass das wieder im Vordergrund, dass also dieses, denke man, die, ich glaube, 60er, 70er Jahre, dieses Wohlfahrtsstaat mit Industriepolitik zusammendenken oder jetzt heutzutage dann eher nachhaltig. Denke man auch die Sachen wie jetzt den Industrieschuldenpreis, wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptischer, also auch wenn ich ihn richtig halte, dann müssen wir richtig Bedingungen haben. Aber dass das wie die SPD sagt, so, nee, wir brauchen einen Industriestrompreis von 5 Cent die 5 Cent hat Kilowattstunde. Zack gesagt, ja. Genau. Und Aber auch da würde ich sagen, das sollte man doch für die ganze Bevölkerung einführen, nicht nur für die Industrie, oder? ja, klar. Also das ist, also denke mal an sowas wie Stromsteuer, da bin ich tatsächlich mal ein bisschen bei der FDP zu sagen, ja, die Stromsteuer, die gehört gesenkt. Warum sie so hoch lassen? Ne? Das ist also nur als ein Beispiel, Nee, aber die Sätze, aber 5 Cent, die du gerade gesagt hast, die sind ja. ja nur für die Industrie. Wieso fordert man das nicht für die gesamte Bevölkerung? Das weiß ich nicht so gut. Also ich glaube, das hat eher damit zu tun, weil das diese Überlegung sieht, oh, Deutschland schwächelt und die Industrie, die wandert aus. Weil es geht ja eher darum, oh, dass man, wie schaffen es, große solche Industrien anzusiedeln und beizubehalten. Deshalb man sagt, okay, wir konzentrieren uns eher darauf, aber deshalb Die man schwächelt ja vor allem, weil die Binnenwirtschaft leidet, also weil wir gerade eine genau. Rezession erleben. Und da schwächelt die Industrie vor allem, weil die Nachfrage fehlt. Und wie könnte man besser die Nachfrage der Verbraucher stimulieren, jetzt, dass man erstmal ihre Preise senkt? Also beispielsweise für Strom, dann steigt das reale Einkommen, die Leute haben mehr Geld in der Tasche, können mehr ausgeben und die Wirtschaft floriert. Also wieso fordert man das dann nicht für die ganze Bevölkerung, sondern nur für die Industrie, wo sehr unklar ist, welche realwirtschaftlichen Auswirkungen das dann tatsächlich hat? Also ich weiß zumindest, es wird jetzt gerade noch ein Eckpunktepapier gearbeitet, die Fraktion. Und an denen es dann auch an Bedingungen geknüpft ist. Also das ist nicht einfach gesagt, so, wir senken das und dann ist gut, sondern dass es auch mit Bedingungen geknüpft ist, dass dann auch wirklich an diese nachhaltige oder auch erneuerbare Energien und so weiter und so fort auch investiert wird. Das heißt, dass es zweckgebunden ist. Das ist so habe ich das zumindest mitbekommen. Und wie will man das mit der FDP im Finanzministerium und Einhaltung der Schuldenbremse, wie will man das da umsetzen? Soweit ich mitbekomme, möchte man ja dafür diesen Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der mal, glaube ich, mal irgendwann aufgesetzt wurde, dafür nutzen die Gelder, ich glaube, diesen Sondertopf da, den man genutzt hat, dass man daraus das Geld nimmt, sodass Ja, aber das der ist ja irgendwann theoretisch. alle. Der, Ja, der, klar. der, daraus kannst du ja nicht einen dauerhaften Industriestrompreis finanzieren. Also wie will man das dann umsetzen? Ja, ich glaube, also soweit ich erstmal weiß, man möchte es da rausnehmen und man will ja erstmal, glaube ich, für 4 oder 5 Jahre, glaube ich, schauen, gucken. Und dann erstmal, glaube ich, nach 2 Jahren will man es, glaube ich, evaluieren und also schauen, okay, also, hilft das oder nicht und so weiter. Aber mit zusätzlichem Ja, ich. Geld, ja, das ist, glaube ich, die schwierige Frage. Weil, wie Ich gesagt, glaube, weil wir. du
Du verstehst mein Problem. Also wenn man sowas umsetzen will und weiß, dass das mit Schuldenbremse sowieso ohnehin total schwierig oder unmöglich wird, also wieso lässt man dann der FDP, so, wieso macht man der FDP dann so ein Zugeständnis? Vielleicht, weil man es selber ganz gut findet, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Also man verspricht total viel linke Politik, das hat die SPD schon immer gemacht und nach der Wahl kommt es dann halt nicht. Also das sieht man wirklich in allen Bereichen. Jein, also was das angeht, also Schuldenbremse, wie ich bereits ja, glaube ich, schon länger sagte, also bei der SPD gibt es große Befürworter, die sagen, oh, das ist wichtig, das ist toll. Und die natürlich die Ja, aber die Partei sind ja Linke, die, hegemonial dann. ja, die ist natürlich eher kritisiert. Was war jetzt Ja, genau die das Wort? Befürworter, die haben ja das Sagen quasi. Die Befürworter haben sich ja komplett durchgesetzt. Die Schuldenbremse wird ja jetzt eingehalten. Und es gibt das Versprechen, keine Steuererhöhungen zu machen. Das hatten wir ja vorhin schon. Also die Bundesregierung hat komplett ihre eigenen finanzpolitischen Spielräume eingeschränkt, außer jetzt vielleicht für Aufrüstung und diesen Klima- und Transformationsfonds, den sie da durch die Schuldenbremse durchgerettet hat, aber abgesehen davon hat sie keine richtigen finanzpolitischen Spielräume, um eben solche großen Investitionen, um solche großen Subventionsprogramme, um irgendwas in Angriff zu nehmen. Also woher soll das Geld kommen? Ja, also ich glaube, soweit ich mitbekomme, also ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel Riegekader Lang hatte ja mal vorgeschlagen, also das ist weniger Strompreisbremse, sondern eher, wenn es darum geht, sowas auszubauen, zum Beispiel eine finanzielle Transaktion zu machen. Das bedeutet, man versucht zum Beispiel die Beamer, die, zum Beispiel für die Bahn, mit Geld auszustatzen, was von den Grenzen her bei der Schuldenbremse, glaube ich, nicht direkt greift, also dass es dann ausgenommen wird, also mit zusätzlichem Geld, um jetzt zum Beispiel jetzt in Bahn, was auch immer, zu investieren. Vielleicht kann man Das sowas hat die eher auf FDP dem schon Weg machen. abgelehnt. Das hat die FDP schon abgelehnt. Ja gut, was interessiert mich da die FDP? Ja, die Aber blockiert ja alles. Die blockiert auch auf europäischer Ebene, dass die Schuldenregeln reformiert werden. Also, wie gesagt, die FDP hat sich in allen wirtschaftspolitischen Fragen durchgesetzt, die Grünen in allen außenpolitischen Fragen. Und da fragt man sich jetzt, wofür braucht es dann noch die SPD? Also, die macht ja gar keine, also es wird ja real keine linke Politik gemacht. na gut, gut, denke man jetzt Mindestlohn, 49-Euro-Ticket oder noch andere Sachen, Veranlassungen. Sie sind ja durchgesetzt, aber ich gebe dir in dem Punkt natürlich recht, dass es noch viel zu wenig ist. Ne? Also da gebe ich natürlich vollkommen recht. Also der Mindestlohn ist Ja. das Einzige, was sie durchgesetzt haben und der ist jetzt durch die Inflation auch wieder halb entwertet, da man auf eine adäquate Erhöhung verzichtet hat. Also Mindestlohn, den Punkt gebe ich dir, aber 49-Euro-Ticket, das ist Teil dieser lächerlichen Entlastungspakete, die angesichts dieses riesigen Reallohnverlusts, den wir letztes Jahr gesehen haben, wirklich überhaupt nicht zur wirtschaftlichen Situation passen. Also das ist viel, viel, viel zu wenig angesichts dessen, was man da halt durch diese Sanktionen angerichtet hat wirtschaftlich. Also das ist ein schlechter Witz, wenn man das mal in Relation dazu setzt. Vor allem, wenn man sich den Schaden anguckt, den die SPD dann noch an anderer Stelle, punkto Zinserhöhung, hat man vorhin angesprochen, was sie da noch anrichtet. Also, das müsste ich mal konkretisieren. Also an welchem Punkt würde ich es nochmal festmachen? Das ist, glaube ich, uns einfacher, wenn wir. Also ich fasse nochmal zusammen. Also der Wirtschaftskrieg gegen Russland führt zu einem der größten Reallohnverluste seit Jahrzehnten. Die Reallöhne sind um über 4% 2022 eingebrochen. Dazu erhöht die EZB dann noch die Zinsen. Also das wirklich Bescheuertste, was du während so eines Preisschocks, der uns in eine Rezession treibt, tun kannst. Und das mit Unterstützung des SPD-Politikers Joachim Nagel. Also das ist ein SPD-Politiker. Das müssen wir uns immer vor Augen stellen. Also es gibt in der SPD auch Tauben, die sind da nicht so darauf bedacht, die Zinsen so schnell zu erhöhen. Aber vor allem der deutsche Bundesbankpräsident, also ein SPDler, ist darauf bedacht, die Zinsen so schnell es geht zu erhöhen. Und dann drittens ist für eine Sache Geld da, nämlich für die Rüstungsindustrie und für Aufrüstung. Und das ist absolut, also diese Kombination Aufrüstung plus Reallohnverluste für die Mehrheit plus dann noch Verschärfen einer ohnehin schon rezessiven Lage, das ist alles keine linke Politik in Gesamtheit. Wie gesagt, der Mindestlohn wurde erhöht, das ist der einzige gute Punkt, den du jetzt, also der einzige große gute Punkt, den du jetzt machen kannst. Und auch der wurde, also das wurde durch die hohe Inflation zur Hälfte schon wieder entwertet. Also man hätte den Mindestlohn ja adäquat erhöhen können, auf 14 Euro, wie es die Gewerkschaften gefordert haben. Aber das hat eine SPD-Politikerin, nämlich Christiane Schönefeld, verhindert. Also es ist vor allem die SPD aktuell, die eine sozialere Politik verhindert. Also mit die SPD ist. Natürlich ist immer die gesamte Regierung schuld, aber die SPD tut sich da besonders hervor. Neben Christian Lindner natürlich, der auch
wo ich dir schon erklärt habe, warum es komisch ist, dass der dort sitzt und warum die FDP sich wirtschaftlich in allen Punkten durchsetzen konnte. Also da alles auf die FDP zu schieben, da macht man es sich zu einfach. Ja klar, also ich glaube, es ist ja auch zum Beispiel ein Punkt, den Fabio Masi macht, der sagt, nee, alle drei Parteien stehen ja da insgesamt dann dahinter. Ne? Man müsste das ja nicht alles von hinten mittragen. Klar, da gebe ich dir recht, das ist... Man hätte ihn gar nicht dahinsetzen müssen. Ja, also man hat... Ja, also ich weiß zumindest, also ich glaube, dass die Ampelkoalition, glaube ich, nicht zustande kommen ist, wenn halt Lindner nicht Finanzminister gewesen ist. Auch wenn ich gesagt hätte, nein, also hätte ich auch lieber gesagt, tut mir leid, aber so jemand als Finanzminister zu machen oder so, wäre es bekloppt. Das ist. Also es ist ja die Kombination aus allem. Man hat ihn inhaltlich in allen Punkten nachgegeben. Man hat inhaltlich gesagt, keine neuen Schulden, keine Steuererhöhung und ihn dann zum Finanzminister gemacht. Also wenn man einen dieser drei Punkte, Lindner nicht als Finanzminister, keine Schulden, keine Steuererhöhung und ja, einen dieser drei Punkte, wenn man den nicht gehabt hätte, dann wäre die Lage ja schon eine viel bessere. Aber man hat in allen drei Punkten der FDP nachgegeben. Also man will diese Politik offenbar und freut sich jetzt, dass man es auf die FDP schieben kann. Und die FDP freut sich jetzt, dass sie sich als liberale Kraft gegen das böse linke Deutschland hier gerieren kann. Also nochmal. Ich weiß gar nicht, welchen. Also genau, erstmal, ich möchte, glaube ich, kurz mal mit ECB nochmal dann auf Finanzminister nochmal eingehen. Also was höhere Schulden angeht, das stimmt, also es wird mir gerne gesagt, aber tatsächlich theoretisch. Stimmt es halt nicht. Sondervermögen, denke man, die Entlastung. Sondervermögen für die Bundeswehr. Das hatte ich schon gesagt, das ist jetzt keine linke Politik. Nein, ist es ja auch nicht. Oder die Entlastungspakete jetzt noch, ich glaube teilweise noch wegen mit Corona, dann noch Ukraine-Krieg, die drei Stück da und dann Doppelwumms mit der Gas- und Strompreisbremse. Ja, man hat einen Teil von dem Schaden, den man da, wie gesagt, verursacht hat, wieder ausgeräumt, aber halt nur einen kleinen Teil des Schadens. Also du kannst nicht das Haus anzünden, dann beim Löschen helfen und dich dann feiern lassen. Ja, gut, das ist gut. Wie gesagt, wir sind uns tatsächlich einig, dass also was die Sanktionspolitik angeht, das hätte man auf oder was den Anheizen des Wirtschaftskriegs angeht, natürlich, dass man da viel für was völlig anderes machen soll. Und das ist dagegen gebe ich dir vollkommen recht. Und das braucht man nicht, denke ich mal, nicht weiter debattieren. Aber was jetzt Lindner angeht, ja, das ist was man sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Also ich glaube, die SPD war einfach mal froh, dass sie bestimmt aus der GroKo erstmal rauszukommen. Also 12 von den 16 Jahren, da die CDU regiert hat, dass sie da jetzt erstmal rauskommen wollte, das hat wahrscheinlich auch mal eine Rolle gespielt, dass sie von der CDU so genervt war, gesagt hat, ja, dass sie vielleicht sogar, sag mal, mit Lindner da sagen, oh Gott, ja, Lindner auch da, okay. Also während der GroKo gab, also es waren ja 16 Jahre GroKo und 8 dieser 16 Jahre gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag. Die hat die SPD nie genutzt. Also kann es sein, dass die SPD diese neoliberale Politik machen wollte, sowohl die der GroKo als auch die jetzige der Ampelkoalition. Also was rot-rot-grün angeht, da gebe ich natürlich recht. Also das war ein riesiger Fehler, dass man das einfach liegen gelassen hat. Also das hätte man nehmen sollen. Aber ich schätze mal, das waren eher, da war ja auch die Linke so ein bisschen der Feind im Mainstream. Also die Linke, die wollen die DDR wieder haben, was auch immer. Und oh, das sind SED-Kader, was auch immer, bla bla bla. Also typische Gedöns. Also dass die Linke so als Feind ja noch etabliert war und dass man sagt, oh Gott, darf man überhaupt mit der Linken zusammenarbeiten und so weiter, dass sowas, glaube ich, auch noch bestimmt noch eine Rolle gespielt hat. Und das ist, glaube ich, der eine Teil. Und der andere ist vielleicht auch das innerhalb der SPD. Ich glaube, dass so, was linke Themen angeht, da war sie ja noch sehr in der Findungsphase, dass sie sich überhaupt noch von dieser rot-grünen Zeit unter Schröder, also eine katastrophale Zeit, sich davon irgendwie noch zu befreien und dass sie, dass man dann vielleicht sagt, ah, vielleicht doch lieber mit der CDU... Was natürlich falsch war. Also, dass man dann, dass das Erfindungsphase oder die Identitätsphase vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hatte. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht zueinander bei dem Punkt. Also, was würdest du abschließend sagen? Würdest du sagen, es lohnt sich mit der SPD weiter für linke Politik zu kämpfen? Also, meine Position kennen hier ja alle, aber was würdest du sagen? Meinst du, du hast in Zukunft eventuell Erfolg mit dem, was du da vertrittst, innerhalb der SPD? Ja. Also, ich würde sagen, ja, also auch wenn das, wie gesagt, lang, sehr, sehr lange dauern, bis die SPD da noch mehr kommen wird. Wie gesagt, wie ich bereits sagte, also ich bin der Ansicht, dass die Linke einfach keine Zukunft hat. Also das hat mit strukturellen Gründen, mit Fragen auch der Kommunikation und dann auch, dass sie das Thema Wirtschaft oder auch Ökonomie völlig fallen gelassen hat und dass sie solche Leute wie Fabio Masi einfach verkretzt hat.
und dann, dass man sich dann lieber das Moralisieren dann im Vordergrund steht. So, das ist der eine Punkt. Was bei SPD angeht, würde ich sagen, ja, weil sie natürlich die Basis hast, mit der du arbeiten kannst, mit der du deine Themen bestärken kannst. Und auch inhaltlich bewegt sie sich ja, wie gesagt, ein Stück für links, auch meines Erachtens zu langsam. Aber dass solche Sachen wie Ausbildungsplatzgarantie wie gesagt, etabliert werden, dass, wie gesagt, höhere Mindestlohn. Also ich weiß zumindest, dass in Schleswig-Holstein, Serepa Mayi, ich weiß ja nicht, wie man sie ausspricht, dass sie zum Beispiel sich dafür stark möchten, dass die SPD einen Mindestlohn von 15 € fordert. Das ist jetzt so ein Gespräch, dass sie versuchen, Leute da stärker zu machen. Oder auch andere Sachen innerhalb, das ist zum Beispiel mein Thema, besonders wichtiges Thema, zum Beispiel die Jobgarantie, der staatliche Jobgarantie, wie es die Paulina Geneva zum Beispiel fordert, dass ich das zum Beispiel etablieren möchte. Also nicht im Ja, Sinne aber da bist du von. in der SPD absolut in der Minderheit mit. Also das fordert nicht mal die Linke. Also da bist du ja absolut auf verlorenem Posten, oder? Nö, es geht halt darum, dann sowas auch zu popularisieren. Also wenn du sowas nicht versuchst, mal zu popularisieren, ähnlich wie es zum Beispiel Maurice Hilft gemacht, der sein Steckenpferd gefunden hat, dann kannst du es natürlich auch nicht stärker machen. Wenn du halt immer nur da und da ein bisschen was, dann wird es natürlich nicht klappen. Aber wenn du sagst, okay, also ich möchte noch mal ein anderes Beispiel vielleicht nennen. Also ich zum Beispiel arbeite gerade aktuell einen Vortrag zum Thema Staatsfinanzierung, die sich auch auf die MMT beruht, also der Modern Monetary Theory, die sich mit dem Thema Staatsfinanzierung, zum Beispiel das aktuelle Verständnis der schwäbischen Hausfrau auf den Kopf stellt und sagt, nee, erst kommen die Ausgaben und dann die Einnahmen spielt eigentlich nicht eine Rolle, wenn man eine souveräne Zentralbank haben eigentlich. So. Und zum Beispiel, dass ich daran zum Beispiel bei Jusos einen Vortrag halten möchte, dass ich das für 20 Minuten sowas verstärken machen könnte. Also wie funktioniert eigentlich Staatsfinanzierung? Welche Mythen herrschen damit? Dann auch bei uns in der Uni, bei der Kapelle, das ist bei der ESG, das ist eine evangelische Hochschulgemeinde, da werde ich das machen, das war ja die ursprüngliche Idee. Und auch anderweitig, dass ich da versuche, damals zu bestärken. Es wird lange dauern, diese Prozesse, aber ja, also das ist der eine Punkt. Der andere ist halt auch, dass die SPD sowas wie Industriepolitik oder das sowas wie Thema Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze, wohlgemerkt, als verstanden hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Denke man an jetzt an in Saarland, die ja die einfache Mehrheit hat und damit ja auch gewonnen hat. Ne? Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchtet und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben und ja, bewertet selber, wer die besseren Argumente hatte. Eine Sache noch zum Abschluss. René Schöndorf ist sowohl auf YouTube als auch auf Twitter aktiv, wobei er auf Twitter etwas aktiver ist als auf YouTube. Seine beiden Accounts werde ich im angepinnten Kommentar verlinken. Schaut da gerne mal rein. Tschüss. Tschüss.